wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's sehr, sehr gut. Ich bin Eva und ich mache YouTube-Videos über Rohvegan, Vegan und ganz viele andere interessante Themen. Und das heutige Video ist praktisch so ein Q&A-Video über Fragen, die ich einfach ganz oft gefragt werde. Und ich dachte mir, warum beantworte ich sie nicht kompakt in einem Video? Die erste Frage ist praktisch, wie alt ich bin. Ich bin 18, aber ich werde im Juni 19 Jahre alt. Die nächste Frage ist, wie komme ich praktisch aus einer giftigen oder toxischen Beziehung wieder raus? Und ich finde, es gibt verschiedene Arten von toxischen Beziehungen. Es gibt zum Beispiel die eine Beziehung, wo du und der andere Partner vielleicht als Person nicht per se toxisch seid, aber einfach in der Kombination reagiert ihr einfach toxisch. Zum Beispiel, du interessierst dich für ganz viele Themen, findest diese interessant und dein Partner interessiert sich für ganz viele andere Themen und findet die interessant. Und das kann man einfach nicht so gut koppeln miteinander. Und deswegen kommt da ganz viel Reizungen zustande. Aber das heißt nicht, dass du oder der Partner per se eine schlechte Person sind oder seid. Und da das Beste ist einfach, dass man sagt, okay, ich bin es wert, dass ich in einer guten Beziehung bin mit Personen, die mich verstehen oder wo wir Gemeinsamkeiten haben, zumindest ein paar Gemeinsamkeiten haben. Und dass man da dann aus der Beziehung rausgeht. Dann gibt es noch die Beziehung, dass einfach du mit einer Person bist, die sehr toxisch ist, die dich zum Beispiel emotional oder physisch beeinträchtigt. Zum Beispiel physisch, dass sie dich schlägt. Sobald jemand schlägt in einer Beziehung, wird es Zeit, aus der Beziehung rauszugehen. Und da spielt es keine Rolle, ob du vielleicht mit einem Mann oder mit einer Frau zusammen bist. Oder was weiß ich, es sind ja eigentlich nicht immer Beziehungen, sondern es könnten auch Beziehungen mit Freunden sein oder mit Familie sein und so weiter. Aber sobald Gewalt im Spiel ist, würde ich auf jeden Fall die Beziehung verlassen. Und dann gibt es noch die emotionale Gewalt praktisch, wenn zum Beispiel dein Partner oder Freund oder so weiter dich immer niedermachen und zum Beispiel sagen, du bist dumm oder du bist hässlich oder du bist es nicht wert oder du würdest es eh nicht schaffen. Und das, finde ich, ist auch eine Beziehung, wo man erstens mit der anderen Person reden muss, dass man es nicht weiter akzeptiert. Und wenn die andere Person weitermacht, dann wird es auch wieder Zeit, die Beziehung zu verlassen, weil die andere Person auf jeden Fall dich nicht wirklich wertschätzt. Und genau. Dann haben wir die nächste Frage. Bin ich eher introvertiert oder extrovertiert? Und ich würde sagen, ich bin eher extrovertiert, weil ich es liebe, absolut liebe, mit Leuten zu sprechen, vor allem mit coolen Leuten oder Leuten mit gemeinsamen Themen. Und da gehe ich auf jeden Fall mega auf. Aber ich kann auch introvertiert sein, zum Beispiel wenn ich mich in gewissen Situationen oder mit Leuten nicht wohlfühle, weil wir vielleicht keine Gemeinsamkeiten haben. Und dann kann es sein, dass ich überhaupt nichts rede. Also das passiert oft, also passiert nicht oft, aber passiert manchmal. Aber ich würde sagen, im Grunde im Ganzen bin ich eher extrovertiert. Und ich finde, es ist auch wichtig, dass man introvertiert sein nicht als Entschuldigung nimmt. Weil ich finde, manchmal sind Personen, ich würde es gerne machen, aber ich bin zu introvertiert. Was vielleicht überhaupt nicht stimmt, aber was man sich einredet. Und dass man dann halt sagt, okay, ich bin introvertiert, aber trotzdem kann ich es machen. Also dass man introvertiert sein oder extrovertiert sein nicht als Entschuldigung nimmt. Der nächste Punkt ist, was sind meine drei Lieblings-YouTube-Kanäle? Ich kann auf jeden Fall den von Evan Carmichael empfehlen. Das ist ein YouTube-Kanal, der sehr Motivationsvideos macht und sehr, sehr regelmäßig, also jeden Tag mindestens eins. Und die haben mir auf jeden Fall viel weitergebracht, menschlich, aber auch in anderen Themen. Dann gibt es noch Raw Alignments. Das ist ein englischer Kanal und der spricht ganz viele verschiedene Themen und durch sie habe ich sehr, sehr viel gelernt auf jeden Fall. Und sie hat mich auch in rohveganen Lebensstil praktisch eingewiesen, was sehr interessant war. Und dann gibt es noch Lissa von Raw Food Romance. Und Lissa ist eine kanadische YouTuberin, die eigentlich nur Videos über Rohkost macht, aber sehr, sehr informativ und sehr interessant. Dann meine Tipps, wie ich positiv geworden bin und ob ich schon immer so positiv war. Und ich muss sagen, ich war schon immer vielleicht ein bisschen positiver als andere Menschen, aber ich habe auf jeden Fall an mir selber gearbeitet. Zum Beispiel habe ich mir klar gemacht, wann ich zum Beispiel traurig, oder nicht traurig, aber pessimistisch bin und dass ich dann einfach gesagt habe, okay,
Pessimismus bringt dir in den meisten Fällen nicht weiter. Also warum nicht einfach optimistisch sein? Und ich schreibe auch jeden Tag zum Beispiel in so einem Buch, warum oder was an dem Tag gut war. Und das mache ich schon seit 6 Jahren mittlerweile. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen. Und was auch helfen kann, ist, wenn man mehr Obst und Gemüse isst. Auf jeden Fall, weil nämlich, wenn du zum Beispiel Fleisch dazu isst, isst du auch die ganzen Emotionen von den getöteten Tieren, also die ganzen Angst und so weiter, und nimmst das praktisch in deinen Körper auf. Und das hast du bei Obst und Gemüse nicht. Der nächste Punkt, den ich oft gefragt werde, was sind meine Lieblingsrezepte, die vegan sind? Und bevor ich nur vegan bin, war ich ja schon vegan, deswegen habe ich da ganz viel ausprobiert. Und meine Favoriten sind definitiv Guacamole-Brot. Also das ist einfach Avocado zerdrücken, auf Brot tun und mit Tomaten. Und es schmeckt mit Salz und Pfeffer, also ohne Pfeffer, aber mit Salz, schmeckt absolut top. Dann gibt es noch Porridge. Das ist einfach, wenn man Haferflocken mit Zimt und Wasser aufkocht und vielleicht Vanille und Agavendicksaft oder so aufkocht und dann noch mit Beeren oder sowas und mit Äpfeln mischt. Und das habe ich auch mega oft gegessen. Und das Letzte, was ich sehr gut fand, ist Reis mit Bohnen und so ein Dal, also so ein Curry. Und das ist auch mega, mega lecker. Genau, der nächste Punkt ist, warum erzähle ich was von vegan, wenn ich mich eigentlich nur vegan ernähre? Weil es hat mehrere Gründe. Zum einen, weil ich vegan von vollem Herzen bin für die Tiere, die Umwelt und meine Gesundheit. Und roh vegan mache ich eher für mich selber, weil ich mich sehr, sehr gut fühle, aber auch nicht 100%. Und für mich ist vegan immer so eine Basis, wo ich immer wieder zurückkomme. Und der zweite Punkt ist, weil ich denke, dass roh vegan für die meisten Leute schon sehr, sehr extrem ist. Vegan wahrscheinlich auch noch extrem, aber schon eher akzeptierter als roh vegan. Und ich glaube, dass Menschen wahrscheinlicher vegan werden als roh vegan werden. Und deswegen finde ich, dass es wichtig ist, dass man auch vegan ein bisschen öffentlich macht, weil ich glaube, dass es eine Top-Möglichkeit ist, um Tiere zu retten, weil zum Beispiel, wenn man über vegan redet und das Leuten einfach erzählt, dann überlegen sich Leute vielleicht ihre eigenen Gewohnheiten, weniger Fleisch oder kein Fleisch zu essen, und dann kann man Tiere praktisch retten. Der nächste Punkt ist, ob ich nicht mich langweile, wenn ich immer nur Früchte esse, und ich muss sagen, nein, weil ich finde, am Anfang habe ich schon noch gekochte Sachen oder so gewollt, aber mittlerweile will ich eigentlich nur Obst, vor allem so Mango oder Papaya oder sowas. Also eigentlich, nee, nicht langweilig. Und der allerletzte Punkt, nein, die zwei letzten Fragen. Die eine Frage, würde ich meine Kinder vegan ernähren? Auf jeden Fall ja, weil ich glaube, vegan ist einfach die absolut gesündere Wahl, als ihnen tierische Produkte zu geben, also absolut. Und das nächste Video ist, die nächste und letzte Frage ist, ich würde gerne vegan werden, aber ich weiß nicht so recht, wie ich das machen soll. Gott sei Dank hast du das gefragt, weil ich habe tatsächlich schon ein Video dazu gemacht, und zwar so ein Guide, wie man vegan wird, und den verlinke ich in der Infobox. Und genau, ich würde auf jeden Fall empfehlen, also ganz kurz, dass du es langsam angehst. Also du musst nicht von heute auf morgen alle tierischen Produkte ausschließen. Du kannst es auch eher langsamer machen. Genau, aber um mehr Informationen würde ich dir auf jeden Fall das Video empfehlen. Genau, das waren auf jeden Fall die Fragen, die ich beantworten wollte. Und ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag und alles Liebe. Ciao, ciao!